Paula und Max. Einfache Handyregeln. Auch für Mama und Papa. In der großen Pause treffen sich Paula und Max auf dem Schulhof. Stell dir vor, sagt Max. Vorhin hat Carlas Handy im Unterricht geklingelt. Was? Ruft Paula. Aber die sind im Klassenzimmer doch gar nicht erlaubt. Wie hat denn eure Lehrerin darauf reagiert? Frau Wagner blieb ganz ruhig, antwortet Max. Sie hat uns aber gefragt, ob wir uns manchmal auch vom Handy gestört fühlen. Und dabei sind wir dann auf ganz einfache Handyregeln gekommen. Cool, sagt Paula. Die musst du uns heute Abend zu Hause vorstellen. Am Abend stellt Max die Handyregeln zu Hause vor. Mensch, Max, das klingt ja total einfach, sagt Papa. Ja, finde ich auch. Sollen wir eure Ideen einfach mal ausprobieren, fragt Mama. Au ja, rufen Paula und Max begeistert. Also Max und ich schaffen es ganz sicher, die Handyregeln einzuhalten, sagt Paula. Bei Mama und Papa bin ich mir da aber nicht so sicher, lacht Max. Also abgemacht, am Montag geht es los, schlägt Papa vor. Am Montagabend gibt es Nudeln mit Tomatensauce, das Lieblingsessen von Paula und Max. Normalerweise liegen die Handys beim Abendessen auf dem Esstisch. Da kann es schon passieren, dass es mal klingelt oder vibriert. Aber heute ist das anders. Beim Essen werden die Handys weggelegt. So lautet die erste Handyregel. Es schmeckt sogar noch viel besser, wenn man sich voll und ganz auf das Essen konzentriert, meint Papa. Am Dienstagnachmittag darf Paula mit Mama ihre Lieblingsserie Tiergeschichten ansehen. Mama tippt nebenbei auf ihrem Handy herum. Aber Mama, sagt Paula, hast du schon die zweite Handyregel vergessen? Zwei Bildschirme sind einer zu viel. So bekommst du doch nur die Hälfte von den Tieren mit. Paula, du hast ja recht, seufzt Mama. An die Regeln muss ich mich erst noch gewöhnen. Paula kuschelt sich an Mama. Sie liebt es, mit ihr die Geschichten aus dem Zoo anzuschauen. Am Mittwoch spielen Paula, Max und Papa Mensch, ärgere dich nicht. Max hat schon zwei Figuren im Ziel. Da klingelt bei Papa das Handy. Schade, denkt Max, gerade jetzt, wo ich am Gewinnen bin. Papa geht ans Telefon, aber es dauert nur wenige Sekunden. Kann ich dich in einer Stunde zurückrufen, fragt er und legt das Handy sofort zur Seite. Hey Papa, sagt Paula. Du hast dich ja an die dritte Handyregel gehalten. Wenn wir Zeit miteinander verbringen, beispielsweise beim Spielen, dann sollten wir das Handy einfach weglegen. Am Donnerstag besucht Paula ihre Cousine Sophia. Während Paula und Sophia miteinander quatschen, vibriert Paulas Handy in der Tasche. Sie hat eine neue Nachricht bekommen. Aber Paula reagiert gar nicht darauf. Willst du nicht nachschauen? Fragt Sophia. Nö, das mache ich später. Du bist mir gerade wichtiger, sagt Paula. Sophia freut sich sehr über dieses Kompliment. Und nebenbei hat Paula die vierte Handyregel befolgt. Der Mensch, der dir gerade gegenüber sitzt, ist wichtiger als eine neue Nachricht auf dem Handy. Lege es bei Gesprächen weg oder schalte es dabei einfach aus. Am Freitag geht Max mit seinem Freund Elias auf den Bolzplatz. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, will Elias wissen. Max nickt und strahlt. Ich leider noch nicht, sagt Elias. Seit ich bei den Hausaufgaben das Handy ausschalte, bin ich viel schneller damit fertig, berichtet Max. Das ist übrigens die fünfte Handyregel, die wir in unserer Klasse vereinbart haben. Die kannst du ja auch mal ausprobieren, schlägt Max vor. Am Samstagvormittag sitzt Paula ganz müde auf ihrem Bett. Max ist gerade in ihr Zimmer gekommen. Heute Nacht hat mein Handy ständig vibriert, weil immer wieder jemand geschrieben hat, klagt Paula. Aber Paula, die sechste Handyregel lautet doch, beginnt Max. Paula unterbricht ihn. Ja, ja, ich weiß es doch. Wenn wir unser Handy jeden Abend ausschalten, bevor wir ins Bett gehen, dann können wir besser einschlafen und werden nachts nicht davon gestört. Wie findet ihr eigentlich die Handyregeln? Fragt Mama am Sonntag. Also ich finde sie echt super, antwortet Max. Und ich auch, auch wenn es mir manchmal noch etwas schwerfällt, ergänzt Paula. Handys sind ja eine gute Sache, sagt Papa,
aber nur, wenn wir sie für die wirklich nützlichen Dinge einsetzen. Und außerdem haben wir dann viel mehr Zeit füreinander, ruft Paula. Dann behalten wir die Handyregeln doch einfach bei, schlägt Mama vor. Und jetzt los, ruft Max. Wir wollen doch in den Zoo. Yippie, ruft Paula.